So, ich brauche auf jeden Fall noch zwei Lockpicks irgendwo her. Hier haben wir leider schon alles durchsucht. Kann man da oben noch... Was, wo geht's da hin? Einfach nur so? Naja, naja, naja. Vielleicht müssen wir dann doch mal zurückkommen, wie es aussieht. Hast du Lockpicks? Nee, ne? Jetzt habe ich auch schon Lockpicks. Hast du Haarnadeln? Naja, dann wollen wir mal... Yes. Aua, meine Wunde. Eine profunde Wunde. Was ist das denn? Hey, du alberner Hampel. Salzautomat. Ja, nett. Die Frage ist, wie komme ich jetzt an neue Lockpicks? Ich hoffe, ich komme da nochmal zurück, wenn wir hier rumlaufen. Da ist sie. Die First Lady. Scheint unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Bleib bei mir. Ja, Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. Sollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? An einem Ort wie diesem finden wir bestimmt was Nützliches. Ich würde sagen, wir sehen uns hier um. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Sieht das lecker aus. Lecker Vanille. Hauptsache weißes Eis, braun wäre rassistisch. Unsere eiskalte kolumbische Eiscreme ist ein kulinarisches Wunder. Das sieht... Kosten Sie selbst? ...schräg aus. Ich hätte gern ein Eis. Hey, ich habe hart dafür gearbeitet. Ich wollte nicht stehlen. Stehlen kann Konsequenzen haben, stand da. Scheiße. Ich war das jetzt schon so gewohnt. Schuss, alter Junge. Schade, dass ich dafür keine XP kriege. Ein taktischer Fehler, mein Freund. So, entschuldige Ellie, ich wollte das gar nicht. Ich wollte das doch gar nicht. Wir sind jetzt alle Polizisten alarmiert. Ich wollte friedlich bleiben. Ich reiß dir die Gedärme raus. So, ich glaube, jetzt ist Ruhe. Und wir kriegen ein bisschen Geld und Eis kriegen wir jetzt leider nicht. Ach, jetzt weint der Junge. Aber kein Vorbild, wenn ich... Soll ich den Jungen mal trösten? Wissen Sie, wieso Sie mich hier rausholen sollen? Die Leute werden wohl was von dir wollen. Unterricht im Schlösserknacken zum Beispiel. Warum Sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Ich dachte, Columbia kennt da unten jedes Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Naja. Und so langsam wünschte ich, wäre nie hierher... Na doch, das war gelogen. Eigentlich finde ich es cool hier. So, Voxophon. Und als ich nach Washington kam, waren dort wenige im Kongress, die meine Vision von Columbia teilten. Es ist aber Last und Aufgabe des Propheten, die Schlechten zum Guten zu bekehren. Denn was bin ich, wenn nicht ein Spiegel, der das Antlitz Gottes reflektiert? Wer sind Sie, Mr. DeWitt? So eine Art... Ich, bin Freiberufler. Hab für die Pinkertons gearbeitet und so. Nichts, was man in seinen Lebenslauf schreibt. Pinkertons? Wurden die nicht engagiert, um die Dinge zu regeln, als die Arbeiter in Streik traten? Regeln.
Ja, so kann man es auch nennen. Ach, wurden die Arbeiter ausgelöscht, die in Streik traten? Die Pinkertons sind übrigens, glaube ich, die beiden Lustigen, die immer wieder auftauchen und irgendwas machen. Wie zum Beispiel uns einen Vogel- und Käfigmedaillon zeigen oder Kopf oder Zahl spielen und so weiter. So, ich gehe mal hier zu den Souvenirs. Ja, ist ja süß. Ja, ist ja nicht so süß. Ja, ist ja... Cool. Der kleine Junge sieht aus wie Larry Leffer und der andere sieht aus wie der Fallout Boy, also der Vault Boy. Und hier, guck mal, diese Puppen, ne? Die gibt's auch bei der Songbird Edition als Stahlstatue, habe ich jetzt hier rumstehen übrigens. Nur mal so nebenbei heimlich erwähnt. Und, Mr. DeWitt, gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Es gab mal eine. Sie starb. Wie? Bei einer Geburt. Oh. Sie haben ein Kind? Nein. Was ist mit dem... Okay. Oh, weia, weia. Help Duke, fight back the foreign hordes. Alter, der Chinese mit dem Vampirzahn. Und das hier ist das der fette Deutsche mit dem Weißbrot? Ich weiß es nicht genau. Und natürlich der Schwarze, der auch Brot klaut. Ach, das sehe ich ja jetzt erst, dass der in den Flintenlauf guckt. Oh Mann. Café New Eden. Und hier können wir was kaufen. Ich schaue nur mal ganz kurz, ob es da irgendwas gibt, was wir brauchen. Munition für Karabiner, Munition für Schroh. Okay, aber brauchen wir davon nichts. Eine Garantie? Wer hat schon Zeit? Stilles Gebet für die Opfer der heutigen Ausschreitungen. Was? Amen. Den bockenden Gronko oder Bronko? Hab das nicht ganz verstanden. So, Lockpick. Also Nadel. Jetzt brauchen wir nur noch eine einzige Nadel. Ich hoffe, wir vergessen das nicht. Hier ist geschlossen. Hall of Heroes ist geschlossen. Und wir können hier Vigor. Ah! Krähenfalle. 1485. Yeah! Ja! Krähenfalle-Hilfe! Bewirkt, dass die Opfer von Killerkrähen zu Krähenfallen werden. So. Jetzt haben wir nur noch 118, aber wir haben dafür eine Krähenfalle. Das testen wir dann natürlich mal aus. Wir brauchen noch eine Haarnadel zum Schlösserknacken. Da, Schlaukopf und Schwachkopf. Sie wissen doch. Denk dran, sei kein Schwachkopf. Boah, kennst du. Wie kann man das nicht kennen? Muss was speziell Kolumbianisches sein. Oh, als Kind habe ich diese Geschichten geliebt. Aber sie sind ein bisschen verstörend. Ja. Okay, die Kinder sollen sich das Theater ansehen, solange sie wollen. Bis der Prophet uns Weiteres sagt. Der Prophet wird uns sagen, was wir tun sollen. Aber was sage ich den Jungs? Sie stellen so viele Fragen und ich habe keine Antworten. Weißt du, Sallys Junge war im Comstock Center. Weiß man schon was? Noch nicht. Oh Gott. Oh je, oh je, oh je. Was ist denn das Comstock Center? Ich wollte das Lied gerade anhören, aber irgendwie ist das jetzt gerade leiser geworden. So, wir düsen hier einfach mal weiter. Wir gucken uns ja natürlich wieder alles an. Und hier können wir nichts mitnehmen. Schade eigentlich. Ich will auch nicht allzu weit weg. Ich gehe mal hier zum Rummel. Vor allen Dingen will ich mich hier nicht verirren, weil das ja so weitläufig ist. Hui! Mir ist schwindelig. Huch, Souvenirs. Academy. Huch, es ruckelt ein bisschen. Souvenir. Die Hand sah ja gerade cool aus. Hui. Da geht's hoch zum Aerodome.
Ellie, bist du hier? Ich komme. Willst du nicht aufs Karussell? Naja, wer nicht will, der hat schon. Back in 5 minutes. Okay. I see. President Comstock's personal airship. At the first light is Iron Dome. Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Ja, wir holen sie aber noch nicht, weil wir brauchen auf jeden Fall nochmal Dingens. Haarnadeln. Tach. Hast du Haarnadeln? Wieso können wir die eigentlich nicht kaufen an so einem Automaten? Founders Books. Was ist das? Was denn? Bücher. Bücher magst du doch wohl, Mädchen. Patriotenbücher, immer Patrioten. Help you protect the skies. Join the Junior Flying Squad. Patrioten, Patrioten, Patrioten haben nichts anderes hier zu tun. Voxophon. Als kleines Mädchen träumte ich oft, ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an, das gleichzeitig ich und nicht ich war. Das dastand und ein anderes Mädchen ansah, das ebenfalls gleichzeitig ich und nicht ich war. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Physikerin. Ah ja, die Rosalind. Hast du was gefunden? Nee, ne? Alter, ich will unbedingt noch... Ich brauche doch eine einzige Haarnadel, brauche ich noch. Eine einzige. Komm, das muss doch möglich sein. Wie selten sind die denn, verdammt? Habe ich da vielleicht eine übersehen? Ich muss jetzt wirklich gucken. Nee, durch die Tür komme ich auch nicht, ne? Nee, durch die Tür komme ich auch nicht. Scheiße. Da liegt ein... Naja, Geld und ein Burger ist ja auch gut, also ein Hotdog. Man muss aber wirklich genau hingucken, um alles zu finden. Oh. So, hier ist der Eisshop. Da hinten habe ich, glaube ich, schon alles abgesucht, oder? Ich wundere mich, dass es hier keine Mülleimer gibt. Zumindest nicht so viele, wie man erwarten würde. Ich bin hier unten. Okay. Ich hoffe, die wartet. Ach, hier kann man aber nichts machen. Und wieso kann ich mich hier nicht einhaken? Das müsste doch eigentlich gehen. Also hier so an dem Ding. Wenn ich das Elektro-Ding hätte... Das geht schon mal nicht. Wenn ich das Elektroding hätte, könnte ich das vielleicht damit aktivieren. Warum kann ich denn da hoch, wenn das eh geschlossen ist? Da brauche ich bestimmt Elektrizität, um das wieder zu betreiben. Ich habe jetzt keine andere Wahl. Ich muss wohl darüber. Na, ihr? Naja, dann wollen wir mal. Ja. Natürlich. Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. War ja klar. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. Aber die war doch gerade noch geschlossen. Ja! Oder wollt ihr handeln? Nein! Handelt für eure Frauen! Nein! Handelt für euren Propheten! Nein! Handelt! Haltet ihn auf!